Liebe Modellbahnfreunde, was Sie jetzt im Bild sehen, brauche ich wohl nicht erklären. Wir sind bei Lemke und wollen Ihnen die Neuheiten 2018 vorstellen. Neben mir steht Tobias Lemke und der ist wieder so freundlich wie die letzten Male, das Ganze uns fachgerecht durchzusprechen. Und es gibt ja auch ganz viele schicke Neuheiten, habe ich schon gesehen. Richtig, das ist dieses Jahr auch mal wieder der Fall. Frank, schön, dass du hier bist. Freue mich sehr, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Wir beide haben ja sowas wie ein kleines Mini-Jubiläum. Nein, echt? Ja, und zwar treffen wir jetzt zum dritten Mal uns hier an dieser Stelle und reden über die Neuheiten. frei nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Nicht nur diese drei Dinge sind gut, sondern auch unsere Neuheiten dieses Jahr sind mal wieder richtig gut. Kann ich mir auch vorstellen. Und, ich habe es ja schon gesehen. Ja. Und ich möchte auch die Zuschauer zu Hause begrüßen und wünsche auf jeden Fall schon mal jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Es wird sich lohnen. Ja. Ja, dann wollen wir die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Ja, und zwar fangen wir an. Katalog 2018, Lemke Neuheiten, wird ab der Messe in dem Fachhandel erhältlich sein. Kann man sich auch downloaden bei uns auf der Webseite lemkecollection.de. Im Menübereich Download findet man auch alle anderen Neuheiten, Jägerndorfer, LS-Models, was man möchte, als PDF zum Download, und da kann man ein bisschen stöbern. Und wir stöbern schon mal vorweg, um den Appetit anzuregen, würde ich sagen. Mit welchem Modell fangen wir an? Wie viele wissen, sind wir ein Familienunternehmen, Lemke, mittlerweile in der zweiten Generation. Und das will ich auch eigentlich dann direkt als Überleitung nutzen für unsere erste Neuheit. Und zwar mit der ersten Neuheit werden wir die Foslo G2000-Familie vervollständigen. Es ist so, wir haben ja jetzt schon im letzten Jahr und in den letzten Jahren haben wir die Güterlok von Foslo, die G2000 gemacht, wir haben die G1700 gemacht, die G1206 und jetzt kommt eben als Ergänzung der Familie die G1000. Die wird es in H0 und in N geben, Spur N geben, und in H0 beschränken wir uns auf die Variation analog mit Sound, Wechselstrom mit Sound, weil das ist einfach, das sind die gängigsten Variationen, die am häufigsten nachgefragt werden, und das übernehmen wir dann, da sparen wir uns dann quasi die AC. Und kann man das auch dann später selber nochmal nachrüsten? Oder, die sind auch nachrüstbar, ja, richtig, okay, genau, gut. Also die haben alle eine Steckschnittstelle, da kann man Decoder, kann man ohne weiteres nachrüsten, und wir verwenden ja auch die neuesten Decoder-Generationen. Das ist relativ einfach. Super. Die nächste. So, dann haben wir, um auf die G2000 bzw. die Foslo G-Familie nochmal zurückzukommen, G1700 haben wir in den letzten Jahren auch schon angekündigt bzw. auch schon ausgeliefert. Drei neue Varianten gibt es von der G1700 in Spur N. Richtig schöne Sachen dabei. Einfach mal reinschauen. Zum Thema Vectron. Vectron ist ja quasi mittlerweile eine klassische Lokomotive, eine gute sogar. Richtig, genau. Wir haben von den Taurus-Modellen in Spur N sind wir ja im hohen fünfstelligen Bereich mittlerweile, was an verkaufte Modelle angeht, was Varianten angeht. Wir haben ja eine Edition Kunstdruck, die nochmal ein bisschen darstellt, welche Vielfalt an Drucken es auch im Original gibt. Das haben wir natürlich auch auf die Vectron-Loks übertragen. Und da gibt es auch ein paar schöne Varianten. Unter anderem empfehle ich mal einen Blick auf unsere Webseite, Artikel H2984, SBB-Lok, die neue Vectron. Ist der Hammer. Optisch ein absolutes Highlight. Sieht toll aus. Und am Montag nach der Messe wird in Duisburg das Original vorgestellt. Da werden wir hinfahren mit als dem Modell. Als feierliches Rollout sozusagen, ja. Okay. Da werden wir mit dem Original, also mit unserer kleinen Spur N-Lok hinfahren. Vorstellen. Und dann machen wir schöne Fotos, da freue ich mich drauf, weil das die Vectron mal im Original zu sehen, da kriege ich sogar Gänsehaut. Kann ich mir vorstellen. Die Vectron gibt es ja auch in Dieselvarianten. Richtig. Gibt es da irgendwas in der Richtung? Ist da was geplant? Es ist auch eine Neuheit in diesem Jahr. Und zwar die Dieselvariante ist im Original ein Stückchen länger. Und dementsprechend können wir leider nicht die
so nach dem Motto Pantografen weglassen und hier hast du deine Diesellok, sondern es ist halt ein neues Werkzeug, was gebaut werden muss. Es ist dementsprechend eine Formneuheit. Die Diesellok Vectron, die wird dann Anfang 2019 auch verfügbar sein. Auch in diversen Varianten, analog und mit Sound natürlich. Auch sicherlich Bedruckungsvarianten. Schöne Bedruckungsvarianten, die jetzt neu kommen. Also die Diesellok, da gibt es noch nicht so viele schöne Varianten, aber das kommt. Ja. So, dann geht es weiter in dem Vorstellungsreigen. Berliner S-Bahn. Aha. Schon mal gehört? Klasse, ja. Nee, fast jeden Tag. Nein, ist okay. Berliner S-Bahn ist Ecke, das Kapitel. Oder ah, Ecke. Ecke, wa? Das ist ein Kapitel für sich. Richtig, genau. Auch ein Kapitel für uns. Eine Lieblingslok von meinem Vater, Berliner S-Bahn, hängt sein Herzblut dran. Haben wir jetzt ein Souvenirmodell gemacht für den Berliner Markt in TT. Haben sich auch sogar TT-Leute schon umgebaut. Also es ist fantastisch, wozu Leute in der Lage sind heutzutage. Wir bieten das Modell an in H0. Mit Motor, fahrfähig, mit Decoder-Schnittstelle, mit Innenbeleuchtung, mit allem nötigen modernen Einrichtungen, Eigenschaften sind vielfältig und es ist, wird eine interessante Lok, beziehungsweise wird ein interessanter Triebzug. Mit Sound? Und schwierig? Nein, ich glaube, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, habe ich nicht auf dem Zettel stehen. Ja, okay. Peinlich. So, wird im Frühjahr 2018 ausgeliefert, also quasi April, Mai, denke ich. Okay. Jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Zug. Bleiben wir im H0-Bereich, Epoche 1. Was kann es Schöneres geben als eine tolle Fahrt mit dem Orient Express von Calais über Paris nach Venedig? Ich glaube, da stellt man sich im Kopf schon eine richtig schöne Reise vor. Wir bilden das Modell nach, so wie wir das in den letzten Jahren auch schon gemacht haben, in H0 und in N. Diesmal die schöne Farbvariante in dem Cremeweiß und und Holzoptik. Das ist das neue H0-Set Calais Paris Simplon Express. Der heißt offiziell Calais Méditerranée Express und wird auch lieferbar sein Anfang nächsten Jahres. Aktuell ist ja noch in der Auslieferung die alte Variante, der Cannes-Nizza-Wien Express, der eben auch als Teakholz-Variante wunderschön aussieht. Da sollte man auch fast mal die Jahre zurückdrehen und mit dem Original fahren. Durchaus, das ist auch möglich. Das ist auch möglich. Ist klar. Auch allerdings, auch übrigens mit Innenbeleuchtung, ja. Also wird es wirklich ein High-End-Produkt. Okay. Ja, jetzt geht's nach Bayern. Bleiben wir in der Höhe. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass dieser CIWL-Wagen ja über den Simplon-Pass fährt, deswegen auch Simplon-Express heißt. Simplon-Pass in der Schweiz geht auf 2000 Meter hoch. Und eine ähnliche Lok, die auch in Höhen unterwegs ist. In den Bereichen unterwegs ist, genau. Bayerische Zugspitzbahn, die Tallok. Da haben wir jetzt schon einen Prototypen auf der Messe ausgestellt. Da sehen wir vielleicht aktuell oder gleich ein Foto von noch. Ist ein sehr schönes Modell und hat auch eine Innenbeleuchtung. Es ist eine Tallok mit Ergänzungswagen. Dazu gibt es noch ein Ergänzungsset, um es eben vierteilig im Original zu fahren. Ist eine ganz andere Geschichte, aber wir finden es toll, auch mal was in einer anderen Richtung zu machen. Insofern. Das finde ich ganz super, die Idee. Drängt sich mir die Frage auf, hat das schon mal jemand gemacht? Nee, wa? In H0, also vielleicht als Kleinserie. Persönlich noch nie über den Weg gelaufen. Also ich ja, muss sagen, nicht. Hut ab für diese Idee. Dankeschön. Klasse. Danke. Was auch interessant ist, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, LS-Models ist ja mittlerweile jedem ein Begriff, gerade zum Thema Wagengarnituren, Wagensets ist eigentlich. Wer den qualitativ hochwertigen Personenwagen schätzt, kommt an LS nicht mehr vorbei. Wir haben ja seit über 8 Jahren haben wir eine sehr gute Kooperation mit LS Models und haben auch den Exklusivvertrieb eben für Deutschland inne. Und wir haben festgestellt, dass es immer mehr
Endverbraucher gibt, die komplette Wagengarnituren, Wagensets haben wollen, wie beispielsweise ÖBB Nightjet ist im Moment ein Thema in aller Munde. Das sind ganz verrückte Wagenkombinationen, die kennt man als Normalsterblicher nicht. Und hin und wieder, wenn man die Wagen einzeln ausliefern würde, würde da möglicherweise ein Wagen fehlen. Aber da hat sich ja die Deutsche Bahn ja ein bisschen was aus der Hand nehmen lassen, denn die ÖBB profitiert ja unheimlich davon. Ne? Ja, und ihr jetzt letztendlich auch, weil ihr habt neue Modelle. Ja, die ÖBB macht da irgendwas richtig. Mhm. Das kommt ganz gut an, wobei wir auch natürlich den City Nightline von der DB Programm haben, eben auch in den Zugzusammenstellungen. Das ist schon ganz schön geworden. In der Regel ist es so, LS liefert die Wagensets und wir liefern die Lok und das ist eine schöne Kombination, weil alles abgestimmt ist. Mhm. Okay. Was haben wir noch, Frank? Ich habe keine Ahnung, ich sehe das nicht so richtig auf den Spickzettel, da muss man die Arme, glaube ich, 2 Meter lang machen. Letztes Jahr was angekündigt. Ach, jetzt kommt die Nachfrage zum ICE 4. Stimmt, das war ja die Überraschung für mich, muss ich sagen, mit dem Triebkopf. Was macht eigentlich der ICE 4? ICE 4 macht eine Menge. Wir werden das siebenteilige Set mit der fünfteiligen Ergänzung werden wir im Oktober, November ausliefern können. Der geht im September in die Produktion bei Kato. Und das Tolle daran ist, der wird nicht nur super schön, sondern der wird auch super günstig. Also wir haben hier in toller Kooperation mit Kato zusammen und auch dank einem verbesserten Wechselkurs, muss man ehrlicherweise sagen, einen Preis, der überraschen wird. Gut, Im positiven Sinne. Und dann gibt es ja noch eine Ankündigung zu machen. Das Krokodil, österreichische Krokodil, was wir zusammen mit Jägerndorfer gemacht haben, beziehungsweise jetzt Jägerndorfer für uns macht, exklusiv, wird jetzt nach der Messe ausgeliefert. Wir haben heute Morgen die Info bekommen, dass die Produktion fertiggestellt ist und jetzt verschickt wird. Sprich, nach der Messe wird die Auslieferung erfolgen. So. Haben wir noch was vergessen? Ja. Haben wir die Minis vergessen? Die wollen wir nicht vergessen. Minis, immer schon ein Steckenpferd gewesen von uns. Wir machen dieses Jahr mal was ganz Modernes. Street Scooter ist in aller Munde. Gibt immer mehr Varianten, die deutschlandweit durch die Gegend fahren. Interessant, die CJs an den Seiten sind für jede Region unterschiedlich. Und das werden wir auch in Spur N, Spur H0 und wahrscheinlich auch in 1:43 in Resine nachbilden als Modell. Ja. Der erste Postauftrag ist auch schon da. Also es wird eine schöne Sache, da kommt was auf die Straße. Ich habe jetzt fast den Eindruck, dass wir den ganzen Katalog durch haben. Nein, wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Neuheiten, über 50 Neuheiten haben wir. Das kann man natürlich nicht alles abbilden, aber so einen kleinen Einblick konnten wir jetzt kriegen und ich hoffe, da ist was Spannendes auch für dich und deine Enkelkinder dabei. Da bin ich mir fast sicher bin ich mir dabei. So, wir haben jetzt Appetit gemacht. Natürlich sollen die Fans der N-Bahn und Lemke-Fans generell mal auf den Website gucken. Du hast es ja am Anfang gesagt. Richtig. Da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken, als das, was wir hier in einer kurzen Zeit vorstellen können. Sie haben die Bilder dabei gesehen, während wir gesprochen haben. Es sind ganz tolle Sachen dabei. Also ich glaube, mir fehlen einfach die Worte, wo immer wieder die Ideen herkommen, wo also wieder was Neues auf die Füße gestellt wird, möglicherweise Exoten geboren werden, auf die Idee noch keiner gekommen ist, finde ich einfach klasse. Schlaft ihr auch nachts mal, aber die Taco-Nacht? Wir sind normal sterblich, wir haben nur gute Ideen. Das ist ja schon viel wert. Ja. Liebe Zuschauer, liebe Freunde, das war's, die Kurzvorstellung hier am Stand von Lemke. Tobias, ich danke dir ganz herzlich für diesen knackigen Bericht, war ganz toll. Und wie gesagt, Sie sind aufgefordert, blättern Sie in den Katalogen nach und tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, vielen Dank. So, jetzt sehen wir uns.